Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Part 34. Genau, und im letzten Part war ich ja etwas erkältet und irgendwie total verpeilt, aber ich bin jetzt wieder einigermaßen gesund und jetzt geht's auch direkt weiter. Und wir waren gerade hier in diesem Gang und ja, wir müssen uns da irgendwie hier auf diese Seite schleichen. Also ich muss das Tor aufkriegen, da unten wartet die Ellie irgendwo. Und ja, gut, dann gehe ich da mal lang. Erstmal hier rein. Mal schauen, was wir hier haben. Ein Raum, der hoffentlich verlassen ist. Hier ist übrigens nochmal ein Easter Egg zu Uncharted, wenn ich mal kurz die Waffe wechsle. So, hier sehen wir das. Das soll anscheinend Schmuck oder irgendwie so Schätze von Uncharted sein. Also es soll auch so ein kleines Easter Egg sein. Denn wie gesagt, Naughty Dog hat ja auch Uncharted entwickelt oder designt oder erschaffen oder keine Ahnung herausgebracht. Ne, entwickelt eigentlich. Ja, entwickelt. Okay, dann mache ich mal die Taschenlampe an. Genau. Und hier haben wir nichts in dem Klo. Und hier lag auch nichts mehr, oder? Ne, ich finde die Poster so cool. Das sind voll coole Poster hier. Das sind bestimmt auch ein paar Easter Eggs, aber ich wüsste jetzt nicht von welchem Spiel. Hallo? Okay, hier ist niemand. Ich habe immer so Angst hier in den Räumen. Ich muss immer an die Clicker und an die Runner denken, diese gruseligen Viecher. Oh, hier ist ein Brief, cool. Ja, dann machen wir gleich mal auf hier. Tagebuch eines Studenten. Das könnt ihr euch wieder sehr schön und gemütlich durchlesen. Ich gehe noch nach unten, dann könnt ihr alles lesen. So, perfekt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie Einfach. lange ging das wohl gut? Ja, das frage ich mich auch. Oh, jetzt kann ich mein Schwanken der Waffe verbessern. Yay, jetzt habe ich nämlich 100 solche Pillen. Dann machen wir das gleich mal. Yes, und jetzt schwankt meine Waffe kein bisschen mehr. Guckt euch das an. Sie schwankt nicht mehr. Ja, okay, die Waffe an sich schon, aber das Ziel irgendwie nicht. Lol. Okay, gut. Dann gehe ich wieder raus und da hinten sind wir gerade hergekommen. Das heißt, ich muss hier lang. Und hier ist schon wieder ein Raum. Raum 203. Der Raum des Schreckens. Oh mein Gott, guckt euch diese Couch an. Igitt, die schimmelt. Oh, schade, hier liegt nichts drin. Aber da liegen Bücher. Was steht da drauf? A Jade in Aosin. Aussinn. Aussinn. Keine Ahnung, was es das heißen soll. Hier ist eine Schublade, cool. Nett die Türe aufmachen. Oh mein Gott. Hallo? Bitte bleib weg von mir, wenn da Zombies sind. Okay, erstmal die Schublade. So, oh, Muni, perfekt. Und was zum Basteln an der Werkbank. Perfekt, okay. Ich bin bewaffnet, ich sag's euch. Keine falsche Bewegung. Oh mein Gott, ein Klo. Ich bin gerade voll angespannt. Eine Dusche. Ich denke immer, da ist was in den Räumen. Irgendwann muss er mal. Verdammt, Sporen. Oh nein. Sporen. Nein. Das bedeutet nichts Gutes. Gut. Dann gehe ich mal. Oh mein Gott. Nicht nach unten, oder? Oh Scheiße. Ich will da nicht runter. Aber ich muss hier auf diese Seite, weil da hinten ist das Glashaus. Da hinten sieht man jetzt nur noch so ein bisschen hier. Das ist das Glashaus, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall. Okay, Leute. Jetzt oder nie. Ich nehme Pfeil und Bogen, wenn ich mit dem Schuss hab. Ach, scheiße. Fuck. Ja, okay, gut, egal. Dann muss es halt so gehen. Okay. Oh nein. Wir haben Besuch, Leute. Ich sehe hier kaum. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bleib bloß weg von mir, ich sag's dir. Du dreckiger Zombie. Oder du pilzbefallener, ekliger Zombie. Okay, ja gut. Ich muss mich hier vorbeischleichen. Oh fuck. Ich kill den von hinten, das ist die Lösung, Leute. Denn ich habe ja noch drei Messer.
Kommt der jetzt hier rein? Nee, okay, gut. Jetzt auch nie. Schnell, schnell, schnell. Ja, du kleines, fettes Kind. Jetzt klickst du hier nicht mehr rum, was? Das war wohl nix. Guckt euch das Gesicht an. Das ist kein Gesicht mehr. Ich muss aufpassen, nicht, dass hier ein Zombie, ein Klicker um die Ecke kommt. Ich muss ganz konkret handeln. Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist ein Klicker. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Okay, ich schleich mich an. Zum Glück sehen die nichts, die hören ja bloß die Geräusche. Ganz ruhig. Ja, einer weniger. Haha, okay, so macht man das. Kann ich hier durch? Nee, oder? Nee, da will ich ja gar nicht raus. Jetzt muss ich erstmal hier durch. Oh mein fucking Gott, ich bin gerade voll angespannt. Okay, oh, hier ist sehr viel Muni. Geiler Scheiß. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Das war gerade scheiße knapp, Leute. Das war richtig knapp. Ist der weg? Fuck. Oh, ist, oh nein, 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 das war richtig scheiße gerade. Das war richtig scheiße. Okay, ich glaube, sie sehen mich nicht mehr. Meine Taschenlampe geht aus, ich muss wieder meinen Controller schütteln. Fuck, das war gerade richtig scheiße. Okay, aber jetzt kann ich mich vielleicht vorbeischleichen. Das ist die Möglichkeit. Ja, da ist schon der Sound. Was kommen jetzt beide hier lang? Oh mein Gott. Das war gerade ein gruseliges Geräusch. Okay, jetzt kann ich mich vorbeischleichen. Jetzt oder nie? Komm schon, komm schon. Uah! Fuck! Fuck, 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 fuck. Okay, okay. Wir sind gefickt! Wir sind gefickt! Oh, Jesus Christus! Scheiße! Schnell, 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 schnell! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Mach die fucking Tür auf! Schnell! Schnell! Ja, und das war richtig scheiße. Oh nee, komm schon. Ja, okay, Leute, ich spule wieder vor, bis ich in dem Raum war, wo ich vorher war. Also, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dann, wenn es weitergeht. Oh nein. Okay, so, Leute, ich bin wieder da. Ich hab's geschafft. Ich hab den Zombie erledigt. Ah nee, halt, ich bin jetzt hier in dem Raum. Upsala, da bin ich verkommen. Okay, jetzt geht's weiter so. Ich habe auf jeden Fall einige Klicker erledigt. Und ich hoffe mal, der Fettsack ist hier irgendwo versteckt, dass der mich hier nicht sieht, weil ich habe Angst vor dem. Der hat mir letztes Mal das Gesicht weggerissen. Oh mein Gott. Okay. Keine falsche Bewegung. Alles wird gut. Schnell, 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 schnell. Mach die fucking Tür auf. Oh, what the fuck? What the fuck? Mach die Tür auf, Mann! Schnell, 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 schnell! Oh mein Gott. Haha, du Fettsack. Lol. Jetzt ist er weg, oder was? Okay, schnell weg hier. Schnell weg hier. Einfach nur weg hier. Wow, jetzt bin ich wieder in so einem Gang. Oh, Gott sei Dank bin ich draußen. Aber ich gehe hier in die Räume noch rein. Die ja hoffentlich verlassen sind.
Denn das waren mir gerade genug Zombies da unten. Genug Klick. Oh, hier ist noch mein Brief. Cool. Den gucken wir uns gleich mal an. Zeitungsausschnitt. Cool. Den könnt ihr euch wieder durchlesen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Einfach Stopp drücken und dann wäre das erledigt. Okay, was haben wir hier noch? Eine Schublade. Eine Schranktür besser gesagt. 10 Pillen. Perfekt. Okay, hier ist nichts mehr, hoffe ich. Oder besser gesagt, ich hoffe schon, dass da was ist, aber halt kein Zombie, weil die haben mir gerade echt Angst gemacht. Okay, gut. Ah, eine Schublade. Mit sehr viel Zeug. Geil. Okay, kann ich mir vielleicht was basteln? Oh, guckt euch den Teddy an. Nee, das ist gar kein Teddy. Lol, was ist das? Eine Maus oder eine Teddy-Maus. Und hier sind wieder voll viele Bilder. Ist voll traurig irgendwie. Das ist das gleiche Bild. Lol, fail. Da ist nochmal das gleiche Bild. Oh mein Gott. Lol, das sieht aus wie ein Schulkamerad von mir. Das finde ich jetzt schon wieder gruselig. Aber ich finde es so traurig, weil wenn man so denkt irgendwie, die ganzen Leute sind vielleicht tot oder keine Ahnung. Das finde ich einfach traurig. Wenn man denkt, ich lebe noch so als fast der einzige Mensch der Welt. Und voll viele sind gestorben. Okay, schnell weg hier. Ich will hier raus. Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Yo, ich komm. Lauf mal etwas schneller, Joel. Okay, das heißt, da ist das Kabel. Das heißt, ich muss das Kabel an das Ding anschließen. Das heißt, ich muss den Generator an das Tor hinschieben, damit ich das Kabel da einstecken kann. Wenn das so richtig ist. Okay, gut. Und das ist Kabel. Das Kabele. Halt, nein, falsch. Mach das Tor für uns auf. Ja. Gleich, Ellie. Sobald der Joel mal das Kabel schnappt. Was? Muss der noch näher ran oder was? Willst du mich verarschen? Jetzt da! Mein Gott. Okay. Jetztle. Ach, jetzt muss ich nur anschmeißen, genau. Okay. Ja! 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 Versuchen wir es mal. Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Okay, gut, ja, wir müssen ja immer noch zu den Fireflies, das heißt zu diesem Spiegel, also zu diesem Hochhaus. Und da sollen sich anscheinend die Fireflies aufhalten und ich bin gespannt, ob die da auch wirklich sind, weil es sieht mir hier gerade etwas verlassen aus. Aber man kann ja nie wissen. Da ist das Haus, da ist das Haus, okay, dann renne ich mal hin. Das ist der Spiegel, also das Glashaus. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Ja, das ist irgendwie recht komisch. Jetzt sind wir bei dem Glashaus und da ist keine Wache, wie die Ellie gerade gesagt hat, und da ist gar nichts. Finde ich irgendwie recht komisch gerade. Hier ist so eine Absperrung, da kann ich gar nicht lang. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Ja, die Sarah, die war ja dem Joe seine Tochter. Ja, genau, so war das richtig, glaube ich, gerade der Satz.
Und es war gerade ein Übersetzungsfehler. Die Ellie hat gesagt, wieso. Und dann stand da als Untertitel, warum. Ein ganz böser Fehler. Okay, gut, Leute. Ich glaube, ich beende den Part hier. Warum bin ich eigentlich vom Pferd abgestiegen, frage ich mich gerade. Okay, Leute, ich beende den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part. Oder besser gesagt, wir hören uns im nächsten Part. Also bis dann. Ciao.